Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und es ist soweit. Das September-Update ist draußen für Star Wars Battlefront 2 und es gibt zwei neue Clone-Trooper-Skins. Einmal die 104. und einmal die 91. Wir haben eben schon die 104. ganz kurz gesehen. Wir können hier ganz kurz mal auf Aussehen gehen, denn wir werden uns in diesem Video hier die beiden Skins natürlich wieder einmal kaufen. So, 104. die sieht so aus im grauen Stil. Den dürften die meisten Leute kennen bei dem... bei den Clone Wars Folgen, da gibt es ja ganz viele mit dem Wolfpack. Und dann hier nochmal die 91. Also richtig, richtig cool, dass es diese Skins jetzt wieder so gibt. Und wie gefällt es euch? Welche gefallen euch am besten von den beiden? Und natürlich auch im Vergleich zu den schon bereits vorhandenen, die es da gibt. Ich denke mal, die meisten werden jetzt sagen, oh, jetzt ist das Wolfpack die Numero Uno. Und für die Leute, die nicht so genau wissen, wie sie sich die kaufen können, also einmal da, wo ich sie eben gezeigt habe, hier in der Sammlung, ne, natürlich kann man sich die einzeln kaufen. Oder man kauft sich hier die kompletten Pakete. Da kosten jede Skin, also jede Skin-Variante, da gibt es ja drei Skins für, ne? Kosten hier nur 40.000 statt 60.000. Das heißt, man spart insgesamt 20.000. Und dann kann man sie sich als komplettes Bundle kaufen und kriegt dann dort drin alle drei Skins. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, wenn man denn Bock hat, wirklich alle Skins zu haben dafür. Ich habe genug Credits, deswegen kann ich mir das... deswegen kann ich mir das leisten. Jetzt sehen wir hier schon schwer, Spezialist, Angriff. Für den Offizier gibt es leider mal Gottes wieder nicht die verschiedenen Skins. So, verblieben 0. Dann kaufen wir uns das jetzt hier auch noch dazu. 91. finde ich zwar persönlich echt nicht so toll, muss ich sagen. Das ist bis jetzt wahrscheinlich der schlechteste Klon-Skin. Aber man kann sie sich auf jeden Fall kaufen. Man kann sie sich auf jeden Fall kaufen. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in die Sammlung rein. Gehen nochmal ganz schnell hier im Schnelldurchlauf einmal über die ganzen Skins so rüber. Und schauen uns die nochmal an. Hier 104. Ups, naja. Dinger will ich nicht kaufen. Ansehen will ich. Ansehen, ansehen, ansehen. So. Ja. Wie kann ich denn hier reinzoomen, heranzoomen? So. Also die sehen schon verdammt schick aus. Ich glaube, mit denen werde ich heute oder relativ häufig auch rumlaufen. Man muss natürlich dann immer gucken, für welche Klasse man welchen Skin reinhaut. Also hier jetzt natürlich in dem Moment für den Angriffstruppler wäre das. Wir haben hier ein schönes Zeichen. Da sieht man natürlich hier auch rechts wieder mal, ne, wie das so aussieht mit den ganzen, ja, mit der ganzen Geschichte hinter dieser ganzen Sache. Stas Alley wurde natürlich ermordet von denen während der Order 66. Oh nein. Na gut, gucken wir auch nochmal hier und schauen uns hier auch nochmal die guten Leute an. Weil der Schwere, der sieht doch schon ganz, ganz, ganz cool aus, finde ich, ne? Der sieht doch Hammer aus. Also, liebe Leute, schreibt gerne rein, was sagt ihr zu den neuen Skins? Habt ihr da richtig Bock drauf? Hier sogar in Rot sieht auch richtig fresh aus, finde ich. Also, der Schwere gefällt mir am meisten von der 91. Oder sagt ihr, ah, nee, ich weiß nicht, ich kaufe mir die eher nicht. Ich habe ja schon irgendwie die 327. Oder sagt ihr, oh ja, die 104, die muss. Oder die 91. von mir aus, die muss auch. Könnt ihr ja gerne mal alle schreiben, was ihr dazu so denkt und was ihr dazu so sagt. Mir gefallen sie auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, gucken wir uns hier auch nochmal die 91. an. Sehr, sehr schön. 305.000 Credits habe ich noch übrig. Das dürfte reichen für General Grievous, denn der kommt ja auch schon im nächsten Monat irgendwann. Ich gehe mal davon aus, dass der eher Ende des Monats natürlich kommt wieder mal. Aber man weiß ja nie, ne? Da will man auch noch genug Credits parat haben. Was kauft ihr euch? Welche findet ihr am coolsten? Welche findet ihr am schönsten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war schon mit diesem Mini-Video dazu, wie ich mir die neuen Clone-Skins kaufe. Und wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung. Bis dann und ciao.